Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, heute gucken wir uns Avatar an. Frontiers of Pandora. Seit dem Ankündigungstrailer bin ich sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, da mal reinzugucken. Ich habe auch immer wieder gesehen in diversen Videos, dass man das eigentlich mit Controller spielen sollte. Dennoch machen wir es erstmal mit Maus und Tastatur und gucken einfach, was passiert. So, los geht's. Welchen Soundtrack schon höre, ne? Das ist einer der geilsten Soundtracks, die es gibt. Dicht gefolgt von Transformers. Ja, AMD haben wir nicht verbaut. Dennoch gehen wir auf FSR anstatt DLSS. Weil bei DLSS ist bei den Kanten sind Artefakte bei dem Anti-Aliasing-Effekt. Das ist bei FSR 3, ist es glaube ich, bei dem Spiel. Ist das nicht. Dafür mögliche 120 Frames im Benchmark. Ich habe nur einen 60 Hertz Monitor, also wie gesagt. CPU war glaube ich auf 30% Auslastung und GPU auf durchschnittlich 42 oder so. Ich denke, OBS sollte damit spielen. Die Intro-Sequenzen habe ich mir nicht angesehen beim Testen. Ich habe sie direkt übersprungen. Lassen wir sie zusammen angucken. Ne? Und los geht's. 2146, 8 Jahre vor der Schlacht der Halleluja-Berge. Im Telos-Abgesandtenprogramm THP, Internat für Navi-Kinder. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem Abgesandtenprogramm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal, als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe... als Abgesandte sein, zu den Navi zu gehen und uns zu helfen. Allianzen auf Ultra, zu mit allem, was geht, ne? Hat jemand eine nicht Idee, wie das klappen könnte? An Optanium-Modus. Das packt er nicht. Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von THP durchgegangen. Wie gewünscht. Mercer. Warum sollten die Navi eine Allianz wollen? Aha, Ri. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Aha. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Ein Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Tut ab on its leg. Matsmuke, vdank. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ja, damit. Es gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer. So nämlich. Manor, Enzi. Angangahu, Dam.
Satuel Unizola Nimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Grafik ist der Hammer, oder? Daylan, sie nahmen uns draußen. Unsere Familien. Boah, im Dschungel. Sie Alter. Entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Sie dürfen uns nicht unsere Navi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Wir haben sie gefunden. Waren sie aber schnell. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Navi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht. Aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Winki warne, Gegu. Bleib stehen! Na? Nicht nett. Nein! Nein, nein, nein! Acht Jahre später, Toruk, Makto und die Umatikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Heute machen wir weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No, das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt! Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren. Ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Hat die Navi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, also Leute, packt eure Sachen. Parallel zu Teil 1 im Moment und später zu Teil 2.
Du weißt, was du tun musst. What? Folgt mir! Schnell! Wir haben nur eine Chance! Na los! Rein da! Okay, aber krass. Was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein! Schnell, ihr müsst euch verstecken! Lasst uns gehen! Wir können entkommen! Wir fliehen! Nach Pandora! Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Mhm. Kryokapsel. Ja, jetzt können wir uns eine Figur erstellen. So. Eine Hand wäscht die andere. Männlich. Bleib hier. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier. Nimm mal die Stimme. Wo du gebraucht wirst. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Kleidung ausblenden, dass wir da was sehen. So, Gesicht. Die sehen ja alle ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ich meine, die 4 ist okay. 7 auch. 7 vielleicht sogar besser, ne? Sieben oder 4? Ich glaube, wir nehmen die 4. So. Gesichtsform, Gesichtszüge. Ja, ich denke, das passt so. Augen. Ist irgendwie alles die gleiche Farbe, oder? Bisschen heller, bisschen dunkler. Blau. Ich glaube, wir nehmen die schöne hellere Farbe. So, Nase, ja. Mund. Ohren. Das können wir, glaube ich, so lassen. Okay. Haare. Kann man doch drehen, oder? Stimmt. Ah ja. Machen wir so. Ja, 4 finde ich schon mal gar nicht schlecht. Okay. Na, 7 ist zu radikal. Ja, würde ich sagen, bleiben wir bei der 4. Farbe. Da ändert sich nicht wirklich was. Wir lassen das so. Okay. Haut. Leuchtendes Muster. Okay. Irgendeine Zeichnung vielleicht. Nö, kann man so lassen. Hautbild. Achso, Streifen.
Das finde ich nicht schlecht. Also ich gucke da auch ein bisschen auf aufs Gesicht, ne? Das ist ja das, was wir vermutlich sehen werden. Ich weiß es nicht. Ist ja ein Ego. Ja, das finde ich eigentlich noch besser. Ja, lassen wir so. Hautton. Ah ja. Grünlich. Ich glaube, ich finde das Dunkle hier ganz gut, ne? Ja. Okay. Ja, dann legen wir los. Du lebst noch. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Ulmaktikame. Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg. Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu. So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Wir dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Mhm. Okay. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Wieso sieht es hier drin so anders aus? Hier oder was? Geht das so schnell? Ja. Die AGP ist unterwegs. Ihr könnt später noch feiern. Komm, Is. Du wirst deine Kraft brauchen. Ja, Maussensitivität müssen wir gucken. Ich stelle sie gleich mal runter. Ich glaube, das ist angenehmer. Haben wir bei Atomic Heart gemerkt. Dass das problematisch ist, wenn die zu strikt eingestellt ist. So, nur mal als kleine Information. Bis hierhin bin ich gelaufen bei der Grafik-Testerei. Und bei DLSS waren an den Tischkanten, das hat geflimmert, wie blöd. Hier mit FSR funktioniert's. Deswegen. So, okay. Trockene RDA-Ration. Konsumiere Nahrung, um deine Energie unter Anzeige aufzufüllen. So kannst du deine Gesundheit, obere Anzeige, automatisch wiederherstellen. Halte Q, um das Nahrungsrad zu öffnen und nutze F, um Nahrung zu konsumieren. Alter. Na, es geht aber von der Finger. Ach, sollen wir jetzt schon... Ah, Energie wieder voll. Okay. Die ADR rückt an. Wir müssen weg. Alle raus hier. Hä? Hier war das, okay. Piratenlord, einen wunderschönen guten Tag. Na, alles gut bei dir? Wir fangen gerade mal an, ein bisschen Avatar zu testen. Ist gerade die erste Szene hier. Bin mal gespannt. Die soll Kinder, sehr gut sein. Sie leben!
hielt sie für Haustiere. Dreimal durch. Geil. Sehr geil. Sehr geil. Ja, nicht spoilern. Nicht spoilern. Aber ist es wirklich so, dass man sehr viel craften muss und so weiter? Dass man, dass man die Story gar nicht so verfolgen sollte, sondern eher ein bisschen Nebenquests machen, um sich aufzuleveln und so. Boah, das war ein Slide. Ist so, ja? Okay. Ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der Crafting-Spiele spielt. Aber das hier ist, glaube ich, was anderes. Ich bin ziemlicher Fan von diesem Universum. Ich mag das sehr. Du könntest auch so durchziehen. Ah, okay. Okay. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie es sich entwickelt. Ich bin eh so ein Freund davon, jetzt nicht unbedingt von Mission zu springen. Was? Halte, um Aufladensprung auszuführen. Okay. Um wohin zu springen? Ah, hier. Von daher gucken wir einfach mal. Ne, ich erkunde gerne. Okay, hat nicht gereicht. Dann gehen wir hier hoch. Nachts wird dir Avatar 2 gefallen. Ja, ich habe das schon im Digital Foundry Video gesehen. Also ich habe Raytracing extra eingeschaltet, weil es soll fantastisch aussehen damit. Was mich ein bisschen wundert, ist die die Performance. Ich meine, okay, das Spiel ist ein Jahr alt. Ungefähr, ne? Aber ich habe ja alles auf Ultra und das läuft, also im Benchmark mit 120 Frames, durchschnittlich. Ich habe es jetzt hier auf 60 Frames laufen, weil mein Monitor nicht mehr hergibt. Und habe gerade meine Auslastung, CPU um die 30% und, GPU um die 30% und CPU waren 42 oder so. Also ich bin mega überrascht. So, kleiner Tipp, mach Mission, bis dein... Genau, das habe ich auch gehört. Das ist wohl Mission 5, ne? Wo man dann den Drachen kriegt. Und dann kann man schnell überall hinreisen. Und dann kann man auch anfangen, ein bisschen zu erkunden und so. Nein, 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 nein! Wir gucken einfach mal. Wieso abonnierst du? Ist nur ein Tipp, ich spoiler nicht. Ja, das ist gut, das ist gut. Hä, Teufel, ich bin verwirrt. Hast du nicht vorgestern abonniert und jede Menge Subs verschenkt? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. War abgelaufen. Krass, okay. Fleißig. Sie suchten dich, aber, Wie immer, wenn du subst, zeigt es mir hier nicht an. Du musst weg. Jetzt. Im Twitch-Ding. Wie heißt du? Solek. Einer der letzten meines Clans. Dieses Schicksal Solek möchte ich dir ersparen. Solek aus Salt Lake City. Weiter. Schnell und leise. Los. Nur verschenkt. Ja, ja, die Anzeige war da, aber jetzt hier im Stream Manager. Kam kein neues Abo dazu. Das ist immer, wenn Toffel das macht. Irgendwie zählt er das nicht mit. Wenn er verschenkt, dann zählt das sehr. Aber ansonsten nicht. Sehr merkwürdig. So ein Abspann von Tippi-Stream. Da ist es dann wieder dabei. Aber hier im Stream-Manager auf Twitch sehe ich das nie. Kann ich da rein? Ja. Kann man hier schon irgendwas looten? So. Im Stream. Toffel, bis kam. Ja, er ist undercover unterwegs.
Null Toffel. Das ist ein hübsches Spiel, ey. Im Benchmark, die Szene, wo er im Dschungel ist, bei Sturm und so. Oh, da freue ich mich drauf. Das sah ja richtig geil aus. Das denke ich auch, dass mir das gefallen wird. Das denke ich auch. Allein schon das Universum, wie gesagt, ne, mag ich sehr. Und was ich so gesehen habe... Oh, da wird dunkel. Was ich so gesehen habe an Videos, was man... Also ich habe mir so Tipps angeguckt, was man hätte vorher wissen sollen, bevor man das Spiel gestartet hat. Und... Also, geil. Sehr geil. Ich will nicht spoilern, das ist nicht leise. Ja, alles gut. Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. So schön. Dreimal gezackt, ey. Das ist schon heftig. Also es ist selten, dass ich ein Spiel mehrfach durchgezockt habe. Final Fantasy 15 war sowas. Das habe ich viermal durchgezockt. Einfach weil es geil ist. Und habe dann am Ende auch dann nur noch 4 Stunden 20 gebraucht für die komplette Story. Aber ich habe es nie auf 100% geschafft. Mir hat immer im Tunnel eine Mission gefehlt. Da muss man spezielle Voraussetzungen erfüllen, damit die überhaupt aktiviert wird. Und selbst mit Anleitung kamen die einfach nicht. Was denn, da waren mehrere Schwierigkeitsstufen. Ja. Das macht Sinn, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ich musste einfach. Auf diesen Moselkäfer, die größer sind als ich. Die blaue passendem Appetit. Hör auf zu glotzen. Du hast Harding gehört. Gehst du mit Control in die Hocke, erschwert es das Gegner. Erschwert? Was war denn das für ein Grammatikfehler? Wir wollen nur reden. Wir haben Geschenke. Ja, leicht kann jeder, das stimmt. Ich spiele auch auf leicht. Der Tag ist fast vorbei. Einfach damit wir uns da nicht so abquälen. Also wir haben jetzt vorgestern Atomic Heart fertig gezockt. Auf leicht. Ja, die haben echt ein paar seltsame ich bin Bräuche. Bald ausgerastet. Alter. Also es dauert noch ein bisschen, bis die Videos rauskommen. Am Freitag kommt das erste. Scheiße, ich wurde entdeckt. Ich wollte nur gucken nach Loot. Gibt keinen. Auf den Tisch gekloppt, die Monitore sich total verschoben und alles. Das war schon heftig. Und wie gesagt, auf leicht. Bin bald verzweifelt. Hab aber dann, also ich muss zugeben, das war knapp. Ich habe halt einfach gespielt. Ich habe mich gar nicht um Perks gekümmert oder sonst wie irgendwas. Und beim letzten Bossfight, ne? Beim allerletzten Bossfight, die alle mega, mega schwer waren, ist mir eingefallen, oh ja, ich könnte mal bei den Perks gucken. Und da waren dann so Dinge wie das Inventar erweitern, dass man mehr Health Packs mitnehmen kann, mehr Munition und so. Und dann war das so einfach auf einmal. So blöd bin ich manchmal. Achso, hier nur laufen, okay. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin ja immer am Loot suchen, wodurch dann die Spielzeiten sich manchmal verdoppeln von dem, was angegeben ist. Aber solche Tipps sind dann sehr hilfreich. Da muss ich hier nicht rumgucken wie ein Bekloppter. Da kann ich einfach hier mal durchwalken. Die Turnhalle ist verschlossen. Ich finde einen Weg. Bleib wachsam. Achso, sprinten. Ja, nö. Dann mache ich schön ein bisschen die Atmosphäre genießen und so. So, wahrscheinlich muss ich hier durch die Scheibe, ne? Oder nicht? Nee. Okay, dann brauchen wir einen anderen Weg. Das ist so dunkel, ne? Aber ist schon auf hellste Stufe. Okay. Hier ist ja auch dicht, ne? Muss grün sein. Guck bei der Tür.
Meinst du, ich soll hier ein paar Knöpfchen drücken? Letzte Woche kam wieder ein Schwung Neulinge an. Ach, ich frag mich, wie was? Sie noch reparieren? Hä? Oh. Ach, das. Ah. Sowas kann er auch. Okay, jetzt sollte ich, glaube ich, vorsichtig sein. Diese Soldaten mit den Raketenwerfern? Schraube locker, wenn du mich fragst. Hörst du auch mal aufzureden? Boah, fast entdeckt. Glauben Sie, sind in allem die Besten. Hör auf, blödes Zeug zu labern und mach, wozu du ausgebildet wurdest. Genau, mach deinen Job, Digga. Wir sind nicht die Einzigen, die zu dieser Zeit was sind. Ich mag die Nacht tatsächlich. Ich bin gespannt, wie das wird, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Ob das bin aus der Turnhalle raus. Gut umsetzbar ist oder nicht. Ist geil gemacht, ja. Sehr cool. Sehr cool. Ist mir nämlich dann auch lieber, als ein Maschinengewehr zu holen und aufzurüsten. Ich würde lieber gern detailgetreu bleiben und mit Pfeil und Bogen darum ballern. Ja, und wenn es gut machbar ist, ist doch perfekt. Oh hier, die ersten Lichter. Schick. Das ist wieder geil, ne? Das Path Tracing, ne? Dass die Farben sich ja, ausbreiten quasi. Besonders der schwere Bogen zu empfehlen bei Helikopter. Oh, okay. Sobald ich ein Licht sehe, muss ich gucken, ob Loot da ist. Das ist schlimm. Ich krieg das nicht raus. Wie lange haben wir geschlafen? Oh, ich sehe nichts. Das ist schlimm. Oh, was war das bei Skyrim immer so ein Problem? Das hat keine 5 Minuten gedauert. Sie können nicht rennen, sie sind überlastet. Immer. Immer. Alles mitgenommen. Teller und Besteck und alles verscherbelt. Empfängst du mich? Bücher, Unmengen an Bücher. Oh. Das war doch der von Robocop 2. Das Spiel ist eine Mische aus Call of Duty und Far Cry. Call of Duty gefällt mir dann nicht so. Aber Far Cry? Geil. Ich habe auch gehört, das soll das schwerste Spiel sein, was Ubisoft jemals auf den Markt gebracht hat. Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Okay. Lauf, Forrest, lauf. Oh, ich muss da hoch. Okay. Oh. Sutley, bist du okay? Das war viel zu knapp. Warte mal, wenn ich renne. Sutley! Okay, die Sprungtaste, die wollt jetzt nicht so, wie ich gern will, ne? Tatsächlich. Muss man sich dran gewöhnen, sag ich mal.
Die haben nur das Movement genommen von Call of Duty. Ja, das ist okay. Das Movement ist gut. Was dir gefallen wird? Wie du dich heilen tust. Oh, okay. Das habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Das ist einfach schön, ne? Ist jetzt schon schön, das Spiel. Ja, genau, nix spoilern. Oh, guck mal, wie schick. Ah, ich bin ja so eine Grafik-Bitch, ne? Ich mag sowas einfach. Schon mein Leben lang, ey. Oh, Düsenpaddel. Für mich muss es immer perfekt aussehen. Manchmal nehme ich dafür dann sogar 30 Frames in Kauf. Hauptsache, es sieht geil aus. Ja, ich denke, im Dschungel muss das fantastisch aussehen, ne? Zeus, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir denn? Alles in Butter? Ja, trinken. Ganz wichtig bei den Temperaturen. Prost. Ich habe heute tatsächlich noch nicht viel getrunken. Und ich sitze hier bei 31 Grad. In dem Raum 31 Grad. Ach, guck mal, wie geil das aussieht, ne? Die Natur holt sich ihr Recht zurück. Was, hier geht's scheiße? Was ist los? Was ist passiert? Oh, Vater. Geil. Sehr geil. Und das Soundtrack natürlich, ne? Heute ist nicht mehr Tag, hab nur Pech. Hallo? Das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht sind sie ja am Wasser entlang. Gibt ja so scheiß Tage, ne? Ja, auf nachts freue ich mich echt. Weil, wie gesagt, hab extra das Raytracing angemacht. Damit man die Beleuchtung für der Pflanzen ordentlich sieht. Da bin ich echt gespannt. Kinglorwald. Eine Questfrager aufzurufen, tippe Q. Vielleicht sind sie dem Fluss gefolgt. Vielleicht. Alter. Da fragt man sich manchmal, wie die so ein Detail gerade hinkriegen. Ne? Abartig. Ich meine, es ist ja schon krass, wenn sie dann Figuren so mega aussehen lassen und einfach alles hier so fotorealistisch ist. Aber dann noch in diesem Detailgrad, ne? So viele Objekte. Wenn ich dann früher denke, ey, Gott, oh Gott, oh Gott. Grafiktechnisch ist das Game nur 100 von 10, aber absolut. Absolut. Ich meine, was ich so auf YouTube gesehen habe, sah schon mega geil aus, aber ist halt das Problem YouTube. Ne, da hast du ja nicht die volle Qualität. Und das hier jetzt zu sehen, das ist echt nice. Mehr RDA. Feuer. Was ist passiert? Ich hatte Feierabend, mein Fahrrad hatte, warum auch immer, einen Platten. Und ich durfte über 7 Kilometer laufen, um das Fahrrad zu meinem Opa hochzubringen. Damit es vielleicht bis morgen Nachmittag wieder fahrbar ist. Alter, das ist ja mega scheiße. Oh. Mein 7 Kilometer laufen ist schon unangenehm, aber machbar. Aber dann auch noch so ein scheiß Fahrrad zu schieben, ne? Uäh. Ich bin am Montag, das war vorgestern, bin ich das erste Mal dieses Jahr Fahrrad gefahren. Meins war ja auch kaputt. Und bin das erste Mal wieder gefahren. Gleich mal 27 Kilometer runtergeschrubbt. Total geil. Und es hat funktioniert, ohne Probleme. Ist halt ein E-Bike, ne? Muss ich dazu sagen. Das ist dann etwas leichter.
Was waren Stunde 16? Die 27 Kilometer. Da kann man nicht meckern. Und dann noch bei fast 30 Grad. Widerlich. Ich war gestern bei meiner Schwester. Und da sind wir noch essen gegangen in ein Restaurant. Das war geil, Alter. Das war geil. Das, ja, ich sag mal, so ein Schnitzelhaus. Bei dem Baum. Salt Lake. Und unten hockt er. So ein Schnitzelhaus, ne? Da habe ich dann All You Can Eat genommen. Und der erste Teller, da war ein Schnitzel drauf, 600 Gramm. Ja, und dann Kroketten und Käsesoße dazu und Knoblauchsoße dazu. Und dann habe ich das gegessen und habe mir gedacht, Alter, also nochmal Nachschlag brauche ich nicht. Und meine Nichte war noch dabei, dann habe ich dann von meiner Nichte noch ein halbes Schnitzel gegessen. Und dann war ich pappsatt, Alter, pappsatt. Aber geil, das normale Schnitzel, was auch schon eine riesen Portion ist, wie ich dann gesehen habe. 12,99 und das All You Can Eat 18,99 mit einem 600 Gramm Schnitzel. Sprich, dann nimmst du doch lieber das All You Can Eat und wenn du keinen Nachschlag holst, hast du trotzdem immer noch einen günstigen Preis für eine fantastische Qualität. Dankeschön. War echt geil. Ich habe einen auch ein E-Bike, aber das ist schwer. Ja, ja, ja. Meins wiegt 34 Kilo. Ich habe das letztes Jahr geschoben. Nee. Das war dieses Jahr. Im April, Ostern. Du wirst Pfeile brauchen. Am Ostern, genau. Da habe ich sie erstmal rausgeholt. Gestrüppholz ist biegsam. Bin dann zum Kumpel gefahren, grillen. Schon. Fokussiere und auf dem Rückweg beide Reifen platt. Ich sag, fuck. Und dann bin ich dann auch 2 Kilometer ungefähr. 1,9 Kilometer. Habe ich nach Hause geschoben. Und allein. Siehst du? Ah. Das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen. Allein durch das Gewicht sind beide Mäntel aufgeschlitzt worden von der Felge. Es sind halt 2 neue Mäntel, 2 neue Schläuche. Und es hat dann der Vater hat es dann für mich repariert. Navi-Sinne versuchen. Nutze deine Navi-Sinne. Okay. Um was zu tun? Wir gehen einfach mal weiter. Ja, und das hat er mir letzte Woche wiedergebracht. Was war das nochmal? Stelle Pfeile her. Benutze deine Navi-Sinne, um das Bogenschützen-Dickicht zu finden. Okay. Was war das X? Die da? Aha. Nehmen. Gut, ich hab genug. Ich will mehr. Pfeile erstellen. Öffne das Waffenrad, indem du Q hältst. Wähle den Langbogen aus und halte F, um Pfeile dafür herzustellen. Naja. Du bist ja, wir sollten 20. abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofit. Die Schote. Einer Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Das Schwerste ist nur die Batterie. Ja, 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 absolut. Absolut. Am Sauschwer Ufer. Immer. Sie wachsen am Wasser. Dapofit. Was ist denn hier los? Da soll ich hin? Suche eine Dapofet-Kapsel. Sie wachsen für gewöhnlich in Wassernähe. Es gibt einen See in der Nähe. Ja, dann müssen wir da mal hin. So. Hat er jetzt einen Wegpunkt erstellt? Und einfach nur, dass ich es jetzt mal... Ah, jetzt hat er einen Wegpunkt erstellt. Sehe ich das? Ah ja, da sehe ich es oben im Kompass. Okay. So, da war ich auf der anderen Seite, ne? Kann ich hier runter? Oh, da könnte ich eigentlich nochmal mitnehmen.
Ich zocke es endlich erstmal Hearts of Iron 4. Alles klar, viel Spaß, Toys. Kiste. Oh, schöner Wind kommt da. Noch eine Kiste. Okay. Das sieht das geil aus, ey. Oh, sind das die hier vielleicht? Was war das? X? Warte mal, untersuchen. Brunnenbaum. Ein Baum mit Wasserkapsel, die platzen, wenn sie reif sind oder beschädigt werden. Okay. Das sind nicht die, wo ich brauche, ne? Ich kann ja nachher mal ein paar Bilder schicken, wie es läuft. Ich muss nur eine Flagge zensieren. Ja, kannst gerne machen. Dunstblüte. Die Sporen der Nebelblüte steigern für eine kurze Zeit den Blutfluss der Navi, wenn sie eingeatmet werden, wodurch sie schneller und beweglicher werden. Oh, Trompetenblumen. Sowas in der Art. So, okay. Was haben wir noch für Gestrüpp? Soldaten! Da ist ein Tier. Ich höre die Soldaten, aber ich sehe sie nicht. Da. Oh, gleich mal hier ausprobieren. Als ich mich für diese Truppe gemeldet habe, dachte ich, es wäre lustig. Drei Stück. Was? Ah, gedrückt halten. Los geht's! Schnappt sie euch! Heute wird nicht gestorben! Abfahrt! Genau. Waren das jetzt schon alle drei? Ja, sieht so aus. Die Leichen verschwinden. Naja, okay. So. Ich zock nach langer Zeit mal wieder Deutschland historisch mit dem Sieg für Germany. Okay, verstehe. Da. Die Früchte der Pflanze verfügen über mächtige Heilkräfte. Alles klar, beschwör das Zeus. Ja, ich hab das Ding. Ich hab die Dapophet. Komme zurück. Noch mehr Soldaten. Y. Oh, wie ich das hasse, da kriegst du einen Krampf in den Finger. Wie die das hier alles belegen. So langsam verstehe ich. Frag Naht war das, wo gemeint hat. Controller wäre eine gute Alternative. Genau, warte mal. Man kann doch. Genau. Ah, okay. Hey, hey, hey. Digga. Wow. Low Forest. Okay. Okay, war nicht so clever. Hoch. Oh, schon tot? Ach, was.
Okay. Okay. So legt zurück. Ja, okay. Na, haben wir uns ein bisschen Weg gespart hier, ne? Nein! Oh. Er lässt sich nicht Leben fangen. Scorpion 1-6, hier ist Bravo 09. Ende. Ja, wir haben einen. Holt ihn euch. Da wird Mercer sich aber freuen. Wie komme ich denn? Ah ja, da. Waffen im Anschlag, Leute. Haltet Abstand. Scheiße. Was ist heilen? Hä? Oh Gott, was man alles drücken muss. So. Das ist dann ein bisschen schwierig, um das hier genau zu berechnen. Noch einer. Okay. Du lernst schnell. Ja, ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch. So, jetzt sollte man vielleicht noch was herstellen. So. Kann man noch ein bisschen was mitnehmen? Okay. So heilen wir uns. Okay. Granatapfel essen. Du hast kein Lied. Mir wurde das meiner Mutter geraubt. Ändern wir das. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Warum kann er nicht einfach mitkommen? Abgeschlossen, Pandora. Verwende dein Navi-Sinne, um Questorte zu finden und aufzusuchen. Navi-Sinne haben auch Charaktere und erheben auch... Ja. Alles klar. So, jetzt machen wir hier erstmal... Das machen wir weg. So. Okay. Da hinten. Fette, fette Kiste. Ah, hier ist noch Blut. Was nehme ich denn da mit? Ersatzteile. Es piepst. Okay, lass mal piepsen. Wunderschönes Spiel. Das werde ich jetzt wahrscheinlich alle 10 Minuten sagen. Ist einfach geil, finde. Der Wasserfall. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Ja, dann gehen wir da mal hoch, ne? Egal welcher. Oh, nehmen wir den. Tadum. Oh.
Wenn du den Navisier anwendest, kannst du markierte Pflanzen, Wildtiere und verschiedene andere Objekte untersuchen, indem du... Ja, das habe ich schon rausgekriegt. Hä? Muss ich noch höher? Oder muss ich dahin, wo das Zelt ist? Guck mal, wie gestochen scharf, ne? Digga. Aber die Viecher sind immer noch da, stimmt. Ah, ich glaube, da geht's weiter. Und Kiste. Okay, ich vermute mal, dass ich hier mal einen Schuss abgeben muss. Hahaha. Bin ja kein kleiner Dummer. Wie stecke ich die Waffe denn weg? Geht das? Hm. Nein. So. Nein. Okay. Hey ho, let's go. Habe ich auch die falsche Seite hoch? Naja, aber das gehört ja anscheinend zum Tutorial, sonst wäre hier ja kein Weg, den man lang gleiten könnte. Wunderschön. Wunderschön. Ah ja. Darüber wahrscheinlich. Ah. Ich dachte, ich komme an die Liane dran. Liane. Okay, ist hier irgendwas zu holen? Nein. Okay. Warte mal. Kann ich das so? Nee. Hm. Keine Ahnung. Okay, an die Liane komme ich nicht. Hier ist ja nichts zum Schießen, das was runterfällt. Doch, was ist denn hier? Lichter. Okay, gut. Ich bin mir schon bewusst, dass ich da hin muss. Was sind wir für rote Streifen da? Hm. Bin ich hier etwa falsch und muss direkt da drüben doch irgendwo hoch? Ja, das wäre schon nett. Bisschen mehr zu sehen. Rote Streifen kann ich nur als Geruch in anderen Games. Ja genau, entweder Geruch oder eine Spur von einem Tier vielleicht. Und ich frage mich echt, muss ich hier lang? Sieht das geil aus, ne? Salt Lake. Ich kann die Basis nicht finden. Ich bin nicht gewohnt, hier draußen zu sein. Pandora ist dir immer noch fremd. Ich hätte dich nicht allein lassen sollen. Sieh zur Felswand. Heberanken werden dich hochziehen. Von dort siehst du die Basis. Über flaches Wasser hinweg, eingebettet in eine Baumgruppe.
Ja. Das war jetzt nicht sonderlich hilfreich. Wie komme ich denn hier rüber, Mann? Okay, ich probiere es nochmal mit gutem Sprung. Warum rennt der nicht? Ach so. Nicht gedrückt halten. Einfach nur einmal anklicken. Okay. So. Halt, halt, halt. Kurz testen. Alles klar. Oh, jetzt rennt er wieder nicht. Okay. Oh, fuck, Alter. Ich verzweifle schon am Tutorial. Um noch weiter zu springen, führe im Sprint einen aufgeladenen Sprung aus. Ja. Aufgeladener Sprung. Rennen und... Ah. Okay. Ich hab's nur falsch getimed. Nee, an die Ranke konnte ich nicht springen. Das war der erste Versuch, den ich gemacht habe. Aber ja, so geht's dann. Aber das ist ja gut. Dafür ist ein Tutorial ja da. Oh, guck mal, die Fußabdrücke. Nice. Irgendwas zu holen hier? Nein. Okay. Alter, sieht das aus. Ja, ich glaube, ich bin hier richtig. Die Spiegelungen sind schön, ne? Hauptquartier des Widerstands. Genau. Aufstand der Rebellion. Dafür gibt es keine empirische Grundlage. Hallo? Kleiner Mann? Die Menge an noch ein kleiner Mann? Kiste. Heute endlich mal meinen Drohnenschein gemacht. Ehrlich? Boah, das ist ja geil. Was meinst du, was da geile Bilder machen kannst, ne? Geile Fotos. Prinzipien. Genau, wie das Rückensegel der Riesenhäuser. Das ist doch Claptrap. Nur als Kiste gepresst. Ah, Borderlands. Ich habe vorhin den Trailer gesehen für den Film. Der kommt jetzt auch. Diese Woche, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, jetzt morgen oder so.